Schweinsack. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Wie ihr am Titel lesen könnt, dreht sich heute alles um meinen neuen Supplement-Sponsor. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Ein Jahr, was wahrscheinlich für ziemlich viele Leute im Kopf bleiben wird als ein sehr schlechtes Jahr. Auf jeden Fall ein sehr ereignisreiches Jahr. Und auch in diesem Jahr gibt es für mich ein großes Ereignis. Ich wechsle meinen Supplement-Sponsor. Das ist für die einen oder anderen nichts Besonderes, weil es gibt im Supplement- und im Fitnessbereich Leute, die wechseln so gefühlt jedes halbe Jahr den Sponsor. Ich persönlich war jetzt knapp 3 Jahre bei Foodspring. Und ihr habt mich auch wirklich tatkräftig bei Foodspring mit dem Code FranklinFSG und 15% unterstützt. Absolut Ehre, was ihr da für mich gemacht habt und dass ihr da immer so am Start wart. Schätze ich wirklich. Und auch Foodspring, in meinen Augen immer noch eine tolle Brand. Die Produkte sind qualitativ. Also zum Beispiel das Whey ist so ein Produkt, hinter dem ich von Foodspring immer gestanden bin. Und auch immer einfach ein gutes Whey ist. Kann man nichts sagen. Dennoch geht's für mich jetzt nach 3 Jahren weg. Foodspring wollte mich weiterhin bei sich halten. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie Foodspring mich da rausgeschmissen hat. Vielmehr war eigentlich von meiner Seite dann eher die Absage, dass ich gesagt habe, nee Leute, ich bin da raus. Und wieso das Ganze so ist und wo es für mich hingeht, werdet ihr jetzt erfahren. Okay Leute, mich würde jetzt mal interessieren, was ihr reinschreibt, wo die Reise hingehen wird. Wir haben einmal Zack Plus. MyProtein. MyProtein, ESN, MyProtein, ESN, MyProtein, ESN, MyProtein, MyProtein, More, More, Rocker, MyProtein, MyProtein, MyProtein. Also Freunde, ich kann euch schon mal eins sagen, fangen wir schon mal an. Es ist auf jeden Fall nicht Rocker. Ein Punkt war, was mich von Foodspring wegtreibt. Es gibt für mich im Endeffekt eigentlich 2 Hauptprodukte, die für mich sehr wichtig sind. Das ist einmal ein Whey. Ein Whey muss bei dem Sponsor gut sein. Dann ist für mich ein Produkt, das ist bei jedem unterschiedlich, ich feiere Booster extrem. Für mich ist ein Booster super wichtig. Die Tatsache, dass bei Foodspring es jetzt seit, ich glaube, Juni kein Booster mehr gab und ich weiß nicht, wann der Booster bei Foodspring wieder kommt, das ist für mich ein Punkt, was ich einfach scheiße finde. Ich habe in den letzten Monaten von anderen Marken Booster kaufen müssen, habe das Ganze durchprobiert, habe auch von Rocker den Booster probiert und muss ganz ehrlich sagen, der war schwach. Hat mir nicht getaugt und ja, war jetzt nicht so mein Ding. Dann kommen wir zum nächsten Sponsor, ESN. ESN ist es auch nicht. ESN hat mir ein Angebot gemacht, wollte mich haben. Da sehe ich mich aber jetzt auch nicht so krass mit den anderen Leuten drin und so, was überhaupt kein Front sein soll. Da haben wir so Leute wie Brozap, wie David Hoffmann heißt der, glaube ich, genau. Krasse Typen in dem, was sie machen, aber halt absolut Bodybuilding. Und ich bin jetzt, Digga, ich bin jetzt kein Bodybuilder. Ich bin ein ganz normaler Typ, der ein bisschen Fitness macht, ne? Der einfach Spaß hat, sein Leben zu genießen. Das haben die anderen vielleicht auch, aber ich sehe mich da einfach nicht so in dem Team. Ich habe noch reingeschrieben, Prozis. Das kam auch sehr, sehr oft. Prozis ist es auch nicht. Prozis hat mir vor einem Jahr ein Angebot gemacht. Fühle ich mich einfach nicht so hingezogen, Leute. Es ist eine Marke, die sehr, sehr viele von euch kennen, sage ich mal. Am Ende ist es eigentlich für mich ganz ehrlich auf 2 Marken hinausgelaufen. Die eine Marke war Gym Nutrition. Ich weiß nicht, ob die viele von euch kennen. Das ist eine ziemlich kleine Marke aus Hamburg und so. Aber super cool. Der Geschäftsführer ist hier runtergefahren nach München. Ich war mit ihm am Abend essen. Wir haben uns unterhalten. Wisst ihr, das ist für mich auch, ich will da nicht einfach irgendwo hinwechseln. Wirklich, das ist für mich, da geht es für mich nicht um Geld oder irgendwas. Da geht es für mich vielmehr drum, um ein Team, um die Produkte, um das, was am Ende auch für euch was Gutes ist. Und da hat es mich, also das hat es mit Gym Nutrition, das war dann am Ende stand ich zwischen Gym Nutrition und die andere Marke, ihr schreibt schon richtig, richtig viel in den Chat rein. Ich hole mal kurz ein Produkt davon und dann könnt ihr es ja mal sagen, was es ist. Okay. Das ist der Deckel. So rum. Digga, es geht für mich weiter bei MyProtein, Freunde. Es geht für mich weiter bei MyProtein. Das ist für mich ein riesen, riesen geiles Ding, weil ich MyProtein, die Leute, die mich schon wirklich lang feiern, wissen. Meine ersten Videos waren unter anderem mit MyProtein. Gründe, warum ich von Foodspring wegwechsle, was da der Grund war und wieso zu MyProtein, kann ich euch gleich sagen. Das gibt nämlich echt wichtige Gründe. MyProtein habe ich damals immer supportet, als ich Work and Travel gemacht habe. Ich bin in Australien MyProtein bestellt. Ich habe mir, als ich Schüler war, MyProtein bestellt, als ich angefangen habe mit Fitness, schaut euch meine ersten YouTube-Videos an. Ich habe immer MyProtein-Produkte geholt. Und Foodspring ist für mich wirklich eine tolle Brand. Ist geiles Whey, das ist so für mich der Alnatura unter den Supplement-Herstellern, also der Bioladen unter den Supplement-Herstellern. Wieso gehe ich aber jetzt dann davon weg? Mal ganz losgelöst von irgendwie Geld oder sowas, das spielt in dem Fall wirklich tatsächlich gar keine allzu große Rolle. Ich habe an euch gedacht, Digga. Es ist wirklich so. Ich habe an euch gedacht. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Mein Content die letzten Jahre war ziemlich viel so Lifestyle-Vlogs und sowas. Dadurch hatte ich eine eher ältere Zuschauerschaft oder sowas. Jetzt ist meine Zuschauerschaft im letzten Jahr deutlich jünger geworden. Wir haben immer mehr jüngere Zuschauer, es ist mehr Unterhaltung und ich möchte auch, wenn ich euch was empfehle, dass das bei euch absolut im Rahmen steckt. Die meisten von euch sind Schüler, Studenten oder sind so in meinem Alter und haben halt jetzt nicht das riesigste Budget. Foodspring, tolles Whey. Könnt ihr euch weiterhin kaufen. Sage ich so, wie es ist. Auch von ESN vielleicht das Whey ist gut. Und von anderen Marken, wisst ihr, die schenken sich heutzutage nicht mehr so viel. Das sind dann die Produkte einzeln, die angeboten werden.
Und für mich hat MyProtein einfach von den sehr, sehr, sehr günstigen Sachen, dem Impact Whey zum Beispiel, wo ihr euch für 11 Euro so einen Beutel holen könnt, bis zu dem The Whey, was auch ein Weideprotein ist, ein Premium-Protein. Also ihr findet da alles. Und ihr habt fette Codes, also ihr könnt ab sofort immer den Code Franklin benutzen, damit unterstützt ihr mich dort. Ihr wisst immer, dass wenn ihr den Code Franklin eingibt, das ist so eingestellt, da kommt immer der maximale Rabatt abgezogen. Und dann gibt es immer in meinen Videobeschreibungen noch einen Link. Über diesen Link könnt ihr mich quasi gratis unterstützen. Da kommt ihr immer direkt auf MyProtein und darüber geht eine Provision an mich. Ansonsten, wenn ihr darüber nicht zahlt, geht die Provision direkt an MyProtein. Also ihr könnt halt da auch entscheiden, Geld an mich oder MyProtein ist genauso wie bei Gymshark. Ihr zahlt keinen Cent mehr und könnt mich darüber unterstützen, was natürlich super Ehre ist und ich versuche euch im Gegensatz dazu coole Videos im Gegenzug zu geben. Das war für mich tatsächlich der ausschlaggebendste Punkt, wieso ich von Foodspring weggegangen bin. Foodspring war sehr, sehr traurig darüber. Also die zwei Hauptgründe waren eigentlich der Booster, dass er momentan nicht da ist und der Preis. Was bei MyProtein auch so ein Teil ist, wir haben Leute wie Oscar im Team, wir haben Leute wie Steven im Team, Coach Steph, Görki, Michi Smolik, Youssef kenne ich zwar nicht persönlich, habe ich schon ein paar Videos gesehen, auch richtig cooler Typ. Es sind halt sehr viele Leute, die ich auch einfach persönlich kenne, jetzt abgesehen von Youssef zum Beispiel, und mit denen ich persönlich schreibe, schon Kontakt habe und das Team kenne ich schon und das ist geil, da sind viele YouTuber. Das war bei Foodspring leider auch so ein Ding, da war ich eigentlich mehr oder weniger der einzige YouTuber mit Grounding Ananas. Was ich noch komplett vergessen habe zu sagen, Leute, ist, ein wichtiger Punkt war für mich einfach, nach 3 Jahren einfach mal einen Tapetenwechsel. Wenn du 3 Jahre lang immer die gleichen Produkte genutzt hast, das ist natürlich mega cool, aber irgendwann willst du einfach auch mal was anderes konsumieren. Du willst mal was andere Produkte haben. Du willst mal so das Ganze ein bisschen erweitern. Für mich persönlich, nach 3 Jahren Foodspring auch mal andere Produkte. Nach 3 Jahren Foodspring-Team auch mal ein anderes Team. Und ich glaube, 3 Jahre ist eine Zeit, da kann man, glaube ich, auch mal einen Sponsor wechseln. Ich bin kein Mensch, der jedes Jahr oder alle halbe Jahre einen Sponsor wechselt, sondern ich gehe dahin und will da eigentlich auch bleiben. Und ein anderer Punkt, bei MyProtein habt ihr den Link, über den ihr mich unterstützen könnt. Nur über den Link kann ich sehen, wie viele Leute quasi über mich auch Produkte kaufen. Ich sehe nicht, was ihr kauft oder wer da was kauft. Ich sehe nur, wie viele Sales generiert werden und so weiter und so fort. Und das ist für mich, müsst ihr wissen, als Mensch, als Julian, einfach interessant zu wissen. Ich mache YouTube ja nicht nur, um also einerseits auch um YouTube zu machen, aber möchte ja irgendwann auch, wenn man so Sponsorings hat. So 3 Jahre lang habe ich Foodspring beworben. Ich weiß bis heute nicht, wie erfolgreich das eigentlich lief, ob da überhaupt Leute drüber gekauft haben, ob ihr das überhaupt nicht feiert oder so. Ich kriege nur so Feedback von Foodspring, ja, gut, nicht so gut, aber man möchte sich ja irgendwie auch in dem Horizont ein bisschen weiterbilden. Ich möchte ja auch, mich interessieren so Themen wie Marketing ja zum Beispiel auch. Und das ist für mich interessant. Also bei Foodspring weiß ich das halt nicht. Das werden vielleicht viele nicht verstehen, aber mich persönlich interessiert sowas und das gepaart mit dem Tapetenwechsel, den ich einfach mal machen wollte, ist so. So, wir haben hier meine ersten Videos, das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich nehme jetzt hier mal, hier, Supplements für die Massephase. Hier, MyProtein-Sachen getragen. Meine Mutter hat mich damals in den MyProtein-Sachen gemalt, MyProtein-Produkte genutzt etc. Ja, hier auch steht MyProtein. Ich habe mir die Sachen immer selber gekauft und genauso ist es wie mit Gymshark. Gymshark, würde ich die Sachen nicht umsonst bekommen von Gymshark, würde ich sie mir trotzdem kaufen. Und vermutlicherweise, ich habe mich gefragt, was wäre der Sponsor, bei dem ich selber, oder was wäre die Marke, wo ich selber kaufen würde? Wahrscheinlich wäre es MyProtein, wenn ich Foodspring nicht umsonst bekommen würde. Foodspring ist einfach ziemlich teuer und wenn man das sehr, sehr, sehr viel nutzt, dann wird das auf Dauer einfach zu teuer. Ich glaube, ich vernichte 2-3 Waste im Monat und das wird für die Normallos einfach zu teuer, Digga. Ich hoffe, ihr unterstützt mich auf dem Weg und somit ist da alles gesagt.